Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen in meiner Sommerserie mit Gräsern, mit tollen Blüten. Und heute, ich habe heute wieder meine Vase im Auge, die ich füllen möchte. Und mein Gedanke ist, wie schaffe ich es, auch einen Tick höhere Blüten in dieser Vase gut anzuordnen, dass das alles fest bleibt. Da gibt es ein paar kleine Tricks, die zeige ich euch auch im Video. Also bleibt dran. Und jetzt geht es erstmal kurz in unsere Vorbereitungsabteilung für unsere Hochzeiten. Aber nach der Intro kommt das Video. So, also ja, willkommen in der netten Vorbereitungsabteilung. Also wir haben heute schon für die Tische, das gibt diese sogenannten Mini-Sushis, ja, das ist Steckmasse, die ist in Folie eingewickelt mit Aspidistra, also mit einer Schusterpalme umwickelt, und die werden so schön gestaffelt, gesteckt. Da zeige ich euch bestimmt noch die Fortsetzung, wenn ich die Hochzeit dekoriere. Also es sind ganz viele, da haben wir hier 20 Sushis allein. Dann habe ich wunderschönes Grün bekommen und kann man hier so ein bisschen das Geheimnis anheben. Das ist eine ganz knackige Olive, und damit die so knackig bleibt, haben wir die angesprüht, ja, weil die verdunstet doch relativ schnell ihre Feuchtigkeit. Wir haben die angesprüht und jetzt ist die so schön eingepackt. Das wird jetzt also alles schön gesichert und gebunkert und toll eingepackt. Dann haben wir schöne Hortensien. Die werden an die Kirchenbänke kommen. Ja, und die bekommen auch Wasserversorgung mit Röhrchen. Das muss ich euch dann nochmal zeigen. Ja, das ist richtig schön, weil die haben sich Hortensien gewünscht in Weiß. Dann ist natürlich, was immer hoch im Kurs ist, unser allseits beliebter Eukalyptus, der so schön lässig schwingt und federt. Und den habe ich aber nicht angesprüht, weil da habe ich Bedenken, dass der fleckig wird. Ja, sondern den haben wir nur gut angeschnitten und ins Wasser gestellt. Eukalyptus würde ich jetzt nicht einpacken. Und hier sind sogar zwei Eimer. Der nächste ist hier unten drunter. Also man sieht gar nicht alles. Aber wenn ich alles hier auf dem Boden stehen hätte, dann könnte ich hier nicht mehr reinlaufen. Ja, Hortensie ist natürlich ein Riesenthema, weil es ist nicht nur eine, es ist auch noch eine, dann die zweite, die ist hier in Lilla. Riesengroß. Und weil wir auch mehrere Hochzeiten haben, eine ist ja nicht genug. Es gibt morgen schon eine Hochzeit. Und da habe ich heute den Brautstrauß gemacht. Der ist jetzt natürlich noch ohne Band. Und hier kommen auch noch Blüten, werden noch reingearbeitet, ja, in diesen abfließenden Efeu. Und das ist jetzt ein weiß-blauer Brautstrauß mit Schwertlilie, also Agapanthus, und mit Clematis, mit Rosen, mit Calanchoe, Oystoma. Also so richtig schön, ein feiner Brautstrauß mit diesen kugeligen Santini, diesen schönen runden Chrysanthemen, die nennen sich Pompon, weil die so schön kugelig und rund sind. Ja, der wird morgen schon abgeholt. Und weil diese erste Hochzeit morgen schon ist, gibt es natürlich auch die passenden Tischgestecke dazu, voilà, die hier schon fertig sind. Es sind längliche Tische, deswegen ist natürlich das Tischgesteck auch länglich. Und schön ist auch diese Clematis-Ranken, die sich hier so schön über den Tisch legen, spielerisch dazu. Das finde ich ganz toll. Das ist eine wunderschöne Sommerblume. Es gibt ein paar Blumensträuße zum Liefern. Ja, es gibt rote Rosen, die wir hier liefern. Dann gibt es noch in Aprikot Rosé. Das ist eine super beliebte Farbkombination. Hier wird natürlich schon vorbereitet. Das sind jetzt die knospigen Rosen, und die nehmen wir immer für die Anstecker für die Hochzeiten. Und da werden die ganz fein kombiniert mit zarten Blüten. Wir nehmen nie eine ganze Rose, sondern wir nehmen diese knospigen und so was Schönes, was blüht. So ein Anstecker ist auch immer eine sehr feine Arbeit. Ja, dann gibt es noch hier Blüten in Creme, und das auch. Was immer toll ist zum Arbeiten, ist, sind diese schönen Inka-Lilien, die auch mehr so in Weiß ist es jetzt nicht so stark, aber die haben wie so, ja, so zarte Pünktchen, ja, wie man hier so sieht. Und die riechen auch nicht. Und das ist eine Blüte, die ganz, ganz toll hält. Und zu guter Letzt, also was hier auch noch sich verbirgt, das kann man immer gar nicht so schnell alles sehen auf einmal in meinem Schatzkämmerchen, das ist eine wunderschöne Glockenblume. Und die hat also diese Besonderheit, dass diese Glocke so, ja, ich sag mal fast barock, ja, sie sieht fast aus wie eine Osterglocke in Weiß. Und also sehr, sehr hübsch und sehr, sehr apart.
Es ist eine, ganz selten, dass die so, ja, ich sag mal so wellig sind. Ja, gibt's sonst nicht. Naja, und dann haben wir auch noch so schöne, einfach tolle Lilien. Die müssen allerdings, die werden abgeholt, die sind von privat bestellt, die müssen noch aufgehen. Die Qualität der Lilien bemisst sich auch nach der Anzahl der Blüten. Ja, und hier haben wir jetzt also sechs Knospen, also sechs oder fünf plus, sechs plus. Das sind schon richtig tolle Lilien. Das sind dann die Premium-Lilien, die Duftlilien. Die gehören schon zu den edelsten, weil die etwas günstigeren mit kleineren Blüten, die haben auch meistens keinen Duft. Ja, und was wir heute gar nicht geschafft haben, wir wollen ein schönes Sommerschaufenster machen mit Sansevierien. Die können alle richtig toll Sonne vertragen, aber wir haben es heute einfach nicht geschafft, die zu dekorieren im Schaufenster. Ich freue mich drauf, aber das muss warten auf morgen. Es geht nicht alles an einem Tag, weil wir drehen heute Video. Und dafür brauchen wir ja auch extra Zeit, ne? Auch neben dem Schneiden. Aber jetzt geht's endlich an die Werkbank zum Video, das ich euch eigentlich zeigen wollte. Kommt mal mit. So, ich habe hier wieder mal eine schöne Vase. Ich liebe diese Vasen, die so dick sind, ja, die man einfach mal anfassen kann und man hat keine Scherbe in der Hand, sondern man hat einfach die Vase in der Hand. Die sind richtig wertig. Und was auch immer schön ist, sind die Vasen mit dem Sockel. Die haben natürlich nochmal einen anderen Effekt, wenn die Vase irgendwo steht und wenn die auch mit Wasser voll ist, je nachdem, für was ich sie nehme, dann kann ich die einfach an dem Sockel fassen. Und wenn die Vase sonst auf dem Boden aufsitzt, dann kann ich die nie so gut greifen. Deswegen finde ich eigentlich diese Vasen mit Sockel total praktisch. Habe ich auch viel für meine Blumen im Laden. Einfach toll. Kann man auch in die Spülmaschine machen. So, dann habe ich noch eine Steckmasse, eine kleine, eine runde Sushi-Steckmasse. Das ist mein Gedanke, dass die hier reinkommt. Und bevor die da reinkommt, kommt sie erstmal ins Wasser. Und ich habe immer einen Eimer und da lasse ich diese Steckmasse einfach untergehen. Nie unter Wasser drücken, weil die bekommt Hohlräume. Man sieht, die sinkt schon ganz schnell. Es ist jetzt schon die Hälfte durchgesaugt. Das ist auch ganz interessant mit dem Thema Steckmasse. Es gab ja wirklich, ich weiß gar nicht, also vor wie vielen Jahren, das müsste ich nochmal nachgucken. Es gab nicht immer Steckmasse und früher, also das ist wirklich lang, lang, lang her, da mussten auch Trauerkränze oder bestimmte Arbeiten, die wurden alle gedrahtet auf den Strohrömer. Das heißt, die wurden morgens gemacht und mussten dann sofort für die Trauerfeier und es gab Steckmasse nicht, um die Blumen so mit Wasser zu versorgen. Also es ist eine herrliche, hier, man sieht jetzt, wie sie sich vollzieht. Das ist also ruckzuck. Das ist eine ganz tolle Errungenschaft, finde ich, dass es Steckmasse gibt, weil so können wir unsere Blumen ganz toll mit Wasser versorgen. Und auch als diese Steckmasse noch nicht so gut entwickelt war, wurde die ganz oft über Nacht eingeweicht. Ja, und da kommt noch so ein althergebrachter Gedanke, dass man sagt, abends, weiche noch mal die Steckmasse für morgen ein. Das kann man sich mittlerweile sparen, weil die einfach ruckzuck durch ist. Also man sieht, es gibt wirklich Dinge, die einfach schön sind und der Fortschritt ist toll und es erleichtert uns die Arbeit. Es ist echt klasse. Moment, jetzt muss ich mir erstmal die Finger wieder trocken machen, sorry. Ja, und das erleichtert uns natürlich total die Arbeit. Das ist super. Und die Steckmasse ist natürlich auch immer toll, wenn ich Blüten verankern will, ja, und wenn ich die in einer bestimmten Art und Weise anordnen will. Und damit die Stiele nicht so schnell in der Steckmasse ausreißen, ja, damit es ein bisschen stabiler ist, kann ich natürlich ein Metallgitter, ja, das ist jetzt ein sogenannter Kupferdraht, bekommst du bei Floristik24, ist immer eine super Investition, wenn man höhere Blumen arrangieren möchte. Das ist der Kupferdraht, den mache ich jetzt über die Steckmasse drüber, biege, ja, ich gucke mal, dass ich die Stellen, die so überstehen, dass ich die ein bisschen runterbieg, ja, und so, und lege den einfach mal so über meine Steckmasse drüber. Jetzt möchte ich diese Steckmasse natürlich in die Vase machen und dann hätte ich auch gern, dass man die Steckmasse nicht anguckt, weil mein Spruch ist immer, ich möchte die Technik nicht sehen. Und aus diesem Grund biege ich jetzt zuerst mal die einzelnen Drähte, die biege ich jetzt erstmal runter, dass die nicht an dem Glas, ja, kratzen, ja, sonst verkratze ich auch mein Glas. Das will ich nicht. So.
Und dann packe ich diese Steckmasse als nächstes mit dem Aspidistra-Blatt ein. So, jetzt habe ich sie dann. Moment, jetzt sind sie alle runtergedrückt. Wunderbar. So, genau, jetzt packe ich die mit dem Aspidistra-Blatt ein. Mach den Stiel schon mal ein bisschen kürzer. Ja, lässt sich auch mal schön mit dem Messer bearbeiten. Lege das Blatt hier drumherum, so dass es unten bündig, richtig schön bündig, ja, bündig abschließt. Und dann, was ich dann mache, ist, um dieses Aspidistra-Blatt zu fixieren, ich stecke, Moment, genau, darf sich natürlich nicht verkrumpeln. So, ich stecke einfach den Stiel in die Steckmasse ein und hab so einfach dieses Blatt mit ganz einfachen Mitteln fixiert in der Steckmasse. Wenn ich die Seite jetzt nochmal verdecken will, dann kann ich das auch mit einem entweder ein Efeublatt, ja, kann ich das ganz leicht machen. Oder was jetzt bei uns natürlich immer sehr gut verfügbar ist, Moment, nicht auf den Boden werfen, sondern benutzen, was immer sehr schön verfügbar ist, sind diese sogenannten Galaxblätter. Die sind sehr gut haltbar, ja, ganz toll und sind so rund. Das heißt, ich lege das jetzt einfach hier rein, stecke den Stiel in die Steckmasse und jetzt muss ich natürlich irgendwie es hinkriegen, diese Steckmasse in das Glas hier reinzubringen. Genau. Das ist jetzt so der kleine Trick. Also je größer das Glas ist, desto leichter ist es natürlich auch. Ich würde sagen, ich lasse es jetzt einfach mal kurz da reinfallen und guck, was passiert. Batsch. So, hat funktioniert. Klasse. So, und wenn ich hier noch was abdecken will, kann ich noch mal so ein Galaxblatt nehmen. Gehe hier rein, decke das ab. Alternativ kann ich auch diese Seite, die Überhöhung hier abschneiden von dem Blatt und kann es hier vorne dranlegen. Aber ich fand es jetzt einfacher, mit zwei Blättchen abzudecken und es kann ja ruhig auch ein bisschen Abwechslung sein mit dem Grün, mit dem ich es abdecke. Ja, und der Sinn dieses Gitters, dieses Metallgitters, ist jetzt natürlich, dass ich einen Anker habe und dass ich schön fixiert ist, wenn ich jetzt höhere Blüten einstecke. Jetzt haben wir noch ein kleines Thema. Ich muss ja auch die Steckmasse, ich möchte dieses Gitter gar nicht sehen. Es gibt zum Beispiel Weinlaub. Weinlaub, da kann man super gut durchstechen. Und dann nehme ich jetzt ein Blatt Weinlaub. Und kein Mensch sieht mehr, was ich hier drin so gemacht habe. Nur ihr wisst es. Also, psch, nicht verraten. So, nur ihr wisst, was ich hier so angestellt habe und wie ich das gemacht habe, um hier so eine stabile Steckbasis zu bekommen. Und dann kann ich eigentlich hergehen und kann auch mal sagen, so, ich nehme jetzt mal so eine tolle, große, schwere Blüte wie eine Lilie. Die würde ich allerdings trotzdem ein bisschen kürzen. Ja, ich würde sie jetzt nicht in voller Länge nehmen. Und Lilie ist auch ein ganz interessantes Thema. Viele sagen dann, bei den Lilien, die stäuben so, ja, das macht so einen Dreck. Du gehst einfach her und machst diese Staubgefäße mit der Hand raus. Und wenn immer sich noch eine Blüte öffnet, dann pflückt man die einfach so raus. Wer sich davor scheut, dass die Hände so aussehen, das ist natürlich so, der kann einfach eine Küchenrolle oder ein Tempo nehmen. Und wenn hier noch ein bisschen was von diesem Blütenstaub rieselt, der geht ganz schlecht von den Klamotten ab, dann einfach wegblasen. Ja, weil das ist ziemlich biestig. So, und ich habe jetzt hier ganz tolle, stabile Basis. Jetzt habe ich noch meinem Garten die ein bisschen Alchemilla entlockt. In dem Fall würde ich auch jetzt die Blätter schön stehen lassen, weil das sehr dekorativ ist. Und kann, wenn ich jetzt hier stecke, wenn die Stiele so weich sind, dann muss ich mit der Hand ziemlich tief ansetzen, ziemlich tief. Wenn ich jetzt hergehen würde und hier, von hier oben stecke, dann riskiere ich, dass der Stiel einfach umknickt. Ja? Sondern, also immer ganz nah, je weicher der Stiel, desto näher muss ich an der Steckmasse stecken. Ja? Deswegen ist meine Hand jetzt so tief da unten. Ja? Ganz wichtig. Dann habe ich nochmal in meinem Garten die letzte Pfingstrose entlockt fürs Video. Ich gebe alles für euch.
So, die fand ich so schön. Die hat hinter meiner Birke hervorgelugt, hat mich vorhin angeguckt und habe ich gedacht, ich weiß, wo du hin willst. Genau dahin. So, damit die nicht zu nah an der Linie ist, schneide ich sie ein wenig kürzer. Muss mal gucken, wie das jetzt hier so aussieht vom Arrangement. Ich stecke sehr gerne mit Vorderansicht. So. Ja, also man sieht, die bleiben wunderbar stehen. Ich würde jetzt nicht unbedingt eine lange Autofahrt damit machen, so. Da würde ich sonst die Blüten nehmen und würde sie eher bei Ankunft stecken. Ja, aber nur so eine kleine Fahrt überleben die. Man kann auch so tolle, so Pfingstrosenblätter, wenn die so fest sind, habe ich den Stiel einfach hier schräg abgeschnitten und habe dadurch noch ein sehr dekoratives Grün für mein Gesteck gewonnen, was auch verwendet wird. Und die Spielereien, ich brauche also gar nicht so viel in der Länge zu kürzen. Die Spielereien mache ich einfach wieder mit Gräsern. Gräser sind einfach so schön im Sommer. Es ist so toll. Es macht jede Arbeit so lässig, fluffig, leicht, herrlich. Und das ist, pflanzt euch so einen Chinaschilf in den Garten und ihr habt immer die beste Basis für diese wunderschönen Spielereien für eure Vase. Ja, und eigentlich muss ich euch sagen, dass es das für heute schon wieder war, weil mit diesen wenigen Handgriffen ist dieses Gesteck jetzt schon wieder fertig. Und ihr habt wieder eine tolle Idee bekommen, wie ihr sowas, genau, wie ihr das gestalten könnt. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und ich würde mich total freuen über eure, ja, Anregungen. Und vergesst nicht bei dieser Arbeit das Metallgitter. Das ist das wichtigste Element, weil ohne dieses Metallgitter ist das Risiko einfach zu groß, dass so eine hohe, vor allem auch so eine schwere Blüte, dass die einfach umfällt. Und das ist ja schade, weil so ist, das macht ja einen totalen Wow-Effekt mit dieser Arbeit. Und natürlich immer ein bisschen Wasser nachgießen, weil die Steckmasse trocknet doch schnell aus. Aber ich glaube, jetzt habe ich euch alles zu der Arbeit erzählt. Ich freue mich total, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Und kann euch nur sagen, es wird weitergehen. Es gibt noch viele Ideen. Für heute alles Liebe, viel Spaß beim Nachmachen von eurem Margit. Tschüss!